Hallo Wander- und Outdoor-Fans und herzlich willkommen zu Adventure Trails. Ja, wir sind bei schönem Wetter unterwegs, die Sonne blendet ziemlich doll. Wir sind in Longich an der Mosel und wollen nochmal einen Seitensprung gehen, den Longicher Sauerbrunnen. Ja, es ist fast Jahresende und wir dachten uns, das lassen wir uns nicht nehmen, wenigstens nur eine Tour mit euch zu machen dieses Jahr. Die letzten paar Wochen war bei uns einfach ein bisschen ruhiger. Man weiß einfach, die Umstände, die gerade herrschen, viele Projekte konnten wir einfach in 2020 nicht erfüllen. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr dann noch mal ein bisschen mehr machen können, gell, Eva? Ja. Haben wir schon so ein paar Sachen vor. Und ja, wir hoffen, ihr begleitet uns nochmal auf unserer letzten Wanderung dieses Jahr und habt viel Spaß damit. Nochmal ein paar Infos zur Wanderung. Die Tour ist wie lange, Eva? 12,7 Kilometer. Genau, und ja, ist hier so ein bisschen in den Weinbergen. Man startet hier an der Autobahn, an einem Mitfahrerparkplatz. Geht dann erstmal unter der Autobahn durch, folgt ein kleines Stück der Autobahnabfahrt durch Industriegebiet bei Longich. Und dann kommen wir jetzt hier gerade so ein bisschen auf die Weinberge zu. Mal sehen, wie die Tour wird. Wir denken, das ist wirklich eher so ein mittelmäßiger Weg von der Wegstrecke her. Was aber schön ist hier am Anfang, der ist sogar beleuchtet, können wir sogar nachts wandern. Ja, gut, dass man vorher schon weiß, dass er mittelmäßig ist, obwohl wir gar nichts wissen. Ja, ist ja gut. Ja, hier befinden wir uns jetzt an einem der Highlights von dieser Wanderung, direkt am Anfang, die sogenannte Villa Obern. Die Villa Obern ist ein kleiner Teil eines Nachbaus von einer römischen Villa. Und diese Villa wurde 1984, also diese Fundamente bzw. Überreste dieser Villa wurden 1984 hier ausgegraben. Und die Villa ist damals so, sagt man, zwischen 200 und 400 nach Christus belebt worden und gebaut worden und hat vermutlich einen pensionierten Beamten der Stadt Trier, die hier in der Nähe ist, gehört. Denn die ist von ihren Ausmaßen riesig. Hier ist nur ein ganz kleiner Bruchteil nachgestellt. Die Fundamente an sich haben ungefähr 28 auf 100 Meter Länge, also 28 Meter breit und 100 Meter lang, dieses Gebäude. Ich versuche gleich mal noch ein Bild davon einzublenden. Und diese Villa hat hier über verschiedene Warm- und Kaltbäder verfügt, einen riesen Saunabereich. Kann man sich vorstellen wie eine große Spa-Anlage. Und ist relativ interessant und hier hat man halt so ein paar Teile nachkonstruiert. Hier sind wir jetzt an der namensgebenden Quelle, dem Sauerbrunnen. Ihr seht schon diese Färbung des Wassers. Der Sauerbrunnen ist eine Quelle, die unterirdisch liegt und die kommt aus sehr tiefen
ja, Gesteinsschichten und die lösen mit Kohlensäure. Ihr hört das vielleicht im Hintergrund immer mal plurren, denn da kommt Kohlensäure mit hoch und in 10 bis 20 Meter Tiefe löst das Ganze dann Eisenerz und daher wird das Wasser hier so rot gefärbt. Und ja, es riecht hier auch so ein bisschen nach Schwefel, ne? Also ein bisschen nach faulen Eiern. Wir denken, dass es davon kommt. Und hier unten zeige ich euch nochmal, wo es immer hochblubbert, wo die Kohlensäure hochkommt. So hold me tight through the night. It's just us two. Der Weg ist sehr matschig. Der Weg ist wirklich matschig, sodass wir da eigentlich gar nicht durchlaufen können. Wir haben uns jetzt schon eine Nebenstrecke gesucht und jetzt müssen wir irgendwie nochmal eine Nebenstrecke suchen. Man sieht es nicht, aber es ist so matschig, wir können auf keinen Fall durchlaufen. Also es ähnelt ein bisschen der Wildschweinshöhle auch da hinüber. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Tour. Ja, war sehr matschig auf jeden Fall, oder Eva? Ja, sehr matschig. Wir haben ein Kilo Matsch an den Schuhen. Es hat die letzten Tage nicht geregnet, deswegen ist das ein bisschen merkwürdig, warum es so matschig ist. Im Sommer dann bestimmt noch ein bisschen besser begehbar. Allerdings war es insgesamt, so mittelmäßig, wie am Anfang schon erwartet. Genau. Ja, viele breite Wege, nicht so viele Pfade. Und das ist eine der wenigen Seitensprünge, die nicht mit dem Muselsteig zusammengehen. Also es gab nur zwei Stellen, wo man den trifft. Eigentlich die Highlights, ne? Die Villa, der Sauerbrunnen oben noch. Dann auch ein paar schöne Aussichten oben noch mal an der Moselkante entlang. Ja, genau. Aber es ist ein Seitensprung, der nicht so anstrengend ist. Sonst haben viele Seitensprünge ja sehr viele Höhenmeter. Der hat, glaube ich, nur 100. Der Anstieg war auch 100. Ja, genau. Also für einen Seitensprung, der nicht so viele Höhenmeter haben soll, kann man den gut gehen. Genau, wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß und seid im nächsten Jahr dann wieder dabei. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf jeden Fall. Bis dann bei Adventure Trails. Tschüss. Tschüss.